Mein heutiger Gast hat eine phänomenale Karriere hingelegt, hat angefangen als Viva-Moderatorin und ist mittlerweile eine der gefragtesten jungen Filmschauspielerinnen in Deutschland. Gerade den Film abgedreht, Verschwende deine Jugend. Übermorgen geht es mit den Eltern auf die Seychellen. Nein, vorher macht sie noch Wetten, dass. Moderiert sie noch Wetten, dass. Heute Abend bei uns, herzlich willkommen, Jessica Schwarz. Wann fliegst du auf die Seychellen? Am Mittwoch. Also gestern in einer Woche? Gestern in einer Woche. Ja. Nee, also ja. Ja. Und genau. Jetzt am Samstag ist noch Wetten, dass. Genau, das moderiere ich diesmal. Nein. Noch nicht? Nein, um Gottes Willen. Aber vielleicht bald? Nein. Wie ist das da? Du fragst die Gäste für die Internetseite. Für die Internetseite, ja. Genau. Sind die da nett, sind die willig oder müssen sie geprügelt werden? Manchmal müssen wir sie prügeln, aber meistens sind sie doch relativ nett. Ja? Ja, doch. Die kommen schon alle anständig und fleißig. Manche wollen nicht und dann sagen wir, wenn sie nicht wollen, dann haben sie Pech gehabt. Und manche wollen eigentlich viel länger bleiben, als sie sollten. Und wollen dann auch gar nicht mehr zu Thomas, sondern wollen gleich bei uns bleiben. Deinetwegen? Ja. Nein, weil die, ja. Nein, weil die Atmosphäre, glaube ich, ganz nett ist in unserem kleinen, süßen Studio. Ja. Ach, das ist vor der Sendung? Mhm. Ja. Wer ist morgen? Oder auch während. Ach so. Ja, das ist dann kurz bevor die Gäste rausgehen oder dann kommen sie bei uns noch mal rein. Ja. Und jetzt am Morgen zum Beispiel Doris Schröder-Köpf, habe ich gelesen. Ja. Durfte ich ja schon mal interviewen. Für Viva. Für Viva. Ganz kurz. Wie ist die so? Sehr nett auf jeden Fall, weil ich meinte zu ihr ein paar Worte an die Jugend und dann kam sie auch ganz brav. Ja? Ja. Sehr nett. Also die auf mich wirklich so, dass jemand, der mit beiden Beinen auf der Erde geblieben ist oder so, trotz, dass sie jetzt mit dem Kanzler verheiratet ist und so, aber nicht irgendwie abgehoben. Nö, überhaupt nicht. Hatte ich auch nicht das Gefühl. Ja? War auf Augenhöhe. Ja? Ja. Mental? Mental. Aber sie ist doch kleiner als du. Ja, ein Stückchen. Schon, ein bisschen. Mit den Eltern auf die Seychellen? Ja. Fährst du drauf mit deinen Eltern in Urlaub? Wir waren vor kurzem mal irgendwie, aber auch nur für einen Tag, weil meine Schwester Geburtstag hatte, im Allgäu. Ja. Und das ist jetzt echt eine Ausnahme. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Deswegen ist das auch eine nette Abwechslung. Wie stellst du diese Seychellen vor? Ich war leider noch nie da. Man sieht immer, also blütenweißer Strand, türkisfarbenes Meer. Ganz viele Palmen. Ja, Korallen. Korallen. Ja, ich weiß es nicht, aber so stelle ich es mir vor. Also so ein bisschen paradiesische Insel und ich glaube, irgendwann hat mal jemand gesagt, das muss eigentlich der Ort sein, wo Adam und Eva geboren wurden. Also wo Gott sie erschaffen hat. Und dann aber flogen sie raus. Aber richtig. Weil Eva die falsche Titelrolle genannt hat für diesen Film von Dieter Bohlen. Da hieß dann, tauchst du? Ja. Richtig so mit Flasche oder machst du dieses neue, diese Apnoe-Tauchen? Habe ich heute gelesen auch gerade. Sehr interessanter Bericht im Spiegel. Ja? Ja. Nee, um Gottes Willen. 160 Meter und dann ist die Lunge so klein wie ein Apfel. Nee, ich mache das mit Flasche. Und wie tief gehst du da runter? Das letzte Mal, also das tiefste war, ich glaube, 22 Meter. Ganz frisch noch, weil ich habe erst einen Tauchgang. Also ach so. Die erste Geschichte hinter mir und das wäre dann das zweite Mal, dass ich tauche. Ja. Und wie ist es dann, wenn man auftaucht? Ich lese das nur, ich stelle mir das so faszinierend vor, dass man immer wieder langsam auftauchen muss und Pausen machen muss, weil sonst, ich weiß nicht, die Lunge platzt oder die Ohren platzen oder... Ich hatte ja total Angst, ehrlich gesagt. Also das Schlimme ist ja auch, dass ich Kontaktlinsen trage und dann, wenn man diese Übung da unten machen muss, dann muss man die Brille ja zum Teil fluten und dann wieder hochheben und muss dann durch die Nase Luft atmen, damit das ganze Wasser rausgeht. Und der Tauchlehrer meinte zu mir, wenn dann die Tauchbrille leer ist, dann fasse ich dich an und ich hatte das Gefühl, er hat mich schon angefasst und ich hebe die Brille ab. Oder setzt sie wieder auf, macht die Augen auf und alles war voller Wasser. Und in dem Moment auf 20 Meter Tiefe dachte ich, ich muss jetzt unbedingt wieder hoch. Ja. Und habe nur so Zeichen gegeben. Und wie ist das Zeichen für hoch? So? Das Zeichen für hoch ist so. Und das ist auch blöd, wenn man dann da unten ist und meint, ey, super hier. Ja, das habe ich auch gelesen im Spiegel. Das Zeichen für okay ist so, so. Für alles in Ordnung. Und ich immer so, ja, klasse. So. Und da, wie, du bist mit Kontaktlinse getaucht? Ja. Also es gibt natürlich für Leute, die es professionell machen, kann man sich die richtigen Gläser einsetzen lassen, aber so weit bin ich ja noch nicht. Ja. Deswegen mit Kontaktlinsen und meistens läuft ja auch nicht so viel Wasser dann in die Brille. Ja, aber das also hoffe ich. Aber das muss ja da das Paradies dann sein auf den Seychellen, um das zu tauchen. Das denke ich mal. Ja. Ja. Liest man immer, sagen auch alle. Ich werde dir ein paar Bilder schicken. Ja, mach das. Ja, du kannst es ja mailen. Ich kann ja mailen. Ja, oder mit Postkarte. Genau. Jetzt hörst du wirklich auf bei Viva? Ja. Wie lange warst du dann da? Im Februar wären es 3 Jahre gewesen. Also das ist trotzdem ein mutiger Schritt, oder? Viele würden sich an so einen Job klammern bis zum Gehtnichtmehr.
Ja, also ich habe das auch total geliebt und ich werde den Sender wahnsinnig vermissen, weil es immer, also ich war jetzt auch schon lange nicht mehr da und freue mich dann auch mal wieder, wenn ich, glaube ich, Ende des Jahres werde ich dann auf jeden Fall mal reingehen und mich von allen verabschieden und das ist schon traurig. Also bei der Interaktivsendung, bei der letzten, sind schon die Tränen gelaufen und Film ab ist mir halt auch so ans Herz gewachsen. Und gerade diese Möglichkeit, die man dort hat, dass man viel sieht und jedes Mal ist es was Neues und komme jetzt hierhin und dorthin und diese Gäste, es ist jedes Mal irgendwie kaltes, blaues Wasser, in das man hineingeschmissen wird und ja, das ist interessant. Und dann arbeitest du nur noch als Schauspielerin, gar nichts mehr mit Moderation? Für Wetten, das denke ich, werde ich schon noch ein bisschen was machen. Ja gut, aber das ist online, da trittst du ja nicht in der Sendung auf. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich im Moment, irgendwann muss man sich ja mal für eine Sache entscheiden. Und war das dein ursprüngliches Ziel als Schauspielerin? Ja. Also ich habe jetzt gerade beim Umzug in meinen ganzen alten Umzugskartons so alte künstlerische Mappen, habe ich die damals genannt, wo ich jeden Job, den ich gemacht habe, ganz fein und säuberlich einsortiert habe. Und da habe ich ganz hinten eine Liste von den Schauspielschulen gefunden, wo ich eigentlich hingehen wollte. Ja. Und da habe ich mich zurückerinnert und wusste, das war eigentlich das, was ich auch immer machen wollte. Also das ist schon so, das war vor Viva das große Ziel und dann kam Viva und dann dachte ich, Kameratauglichkeit kann geprüft werden und Textsicherheit kann geprüft werden. Und ja, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes, in die Kamera reinschauen und die Kamera vergessen, ja, aber es klappt eigentlich ganz gut. Ja, und du hast ja wirklich tolle Erfolge. Ich meine, die Filme werden hochgelobt, es gibt tolle Kritiken. Wohin bist du umgezogen? Nach Berlin. Berlin? Ja. Ist Berlin so toll, wie alle sagen? Super. Wirklich? Die beste Stadt. Ich war jetzt ein paar Mal da. Was ist das Tolle an Berlin? Ich weiß es nicht, es ist einfach groß und wir wohnen halt auch in so einer schönen Ecke, Prenzlauer Berg. Und das ist jedes Mal wie Urlaub, wenn ich da morgens aus der Tür rausgehe. So große Straßen und so breit und wunderschöne alte Häuser und Fassaden und Parks ohne Ende und Grünflächen und Friedhöfe. Das Metropolenartige, das Großstädtische? Ja. Ja? Und diese Szene, dieses Nachtleben, von dem man so viel hört und liest, ist es auch so oder kriegst du es nicht mit? Ja? Unglaublich. Also man kann einfach die ganze Nacht durch essen, wenn man Hunger hat. Man kann irgendwie bis morgens tanzen gehen. Man kann auch mittags schon tanzen gehen. Man ja, aber kann geht es nicht auch im Brauhaus von deinem Vater? Das geht da auch. Also wir machen meistens um eins zu und meine Eltern und ich feiern dann weiter. Ja, wie ist es aber bei euch? Wird dann auch so aufgestuhlt, wie man sagt, dass der Chef kommt? Ja, wirklich? Ja, ja. Dann wird erstmal hell gemacht, ja? Ja, richtig. Dann werden die Stühle drauf. Gemacht. Ja. Leute werden mit Protritt rausbefördert. Ja. Ja. Aber ein Bier kriegt man dann noch, oder wie in der letzten Runde vom Chef? Ja, natürlich. Ja. Also da bist du mit einem Verlobten hingezogen. Mhm. In eine Wohnung, in ein Haus? In eine Wohnung. Und wie war der Umzug? Mit Spedition? Ganz alleine gemacht. Ihr beide? Wir zwei mit Freunden, wir haben alles eigenhändig zusammengepackt, Kartons über Kartons. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man diese Fehler nicht macht. Wir haben zum Beispiel diese ganzen Obi-Kisten voll mit Büchern gemacht. Das ist natürlich, man nimmt nur halb voll mit Büchern und legt oben noch Handtücher oder sowas drauf. Ja. Das haben dann unsere Freunde zu spüren bekommen. Wie? Und die haben die knallvollen Bücherkisten dann runtergeschleppt? Ja. Habt ihr auch Möbel? Noch nicht so viele. Wir liegen meistens noch irgendwie auf dem Boden rum oder essen auf dem Boden. Nein, wir haben so einen kleinen Couchtisch, der wird im Moment benutzt und der Rest ist in der Anlieferungsphase. Ja, wohin Sie Möbel bringen? Achso, ihr habt schon welche ausgesucht und gekauft. Achso, sonst hätte ich so eine kleine Spende aufgerufen oder was? Nee. Seid ihr auch selber gefahren mit so einem Mietlaster, ja? Ja, 3,5 Tonner. Du auch gefahren? Nein, ich bin nicht gefahren. Daniel ist gefahren. Aber den könnte man mit einem normalen Führerschein noch fahren, Klasse 3 oder wie? Ja. Ja? Also 7,5 Tonner, dann schon nicht mehr. Und da habt ihr irgendwie eine Woche Urlaub genommen für den Umzug? Alles gut vorbereitet oder wie war das? Ich glaube, wir hatten schon eine gute Woche Zeit und haben das an einem Tag, wir wollten natürlich an einem Sonntag umziehen und haben dann irgendwie samstags erfahren, dass am Sonntag Köln-Marathon ist. Und da ist natürlich überhaupt keine Chance, irgendwie aus dieser Stadt rauszukommen. Dieser Tag war das, ja, habe ich auch mitgekriegt, ja. Wunderbar, ach nee, freitags war das. Dann haben wir noch bei der Stadt versucht anzurufen, ob man nicht diese Böller in der Maibachstraße rausmachen kann. Ja. Und ich komme sonntags zurück und sehe, die Böller sind raus. Und da war dann der ganze Umzug schon wieder umgeschmissen und alle Freunde auf montags verlegt, die ja dann arbeiten und dachten, sie können sich jetzt drücken, aber sie sind doch ganz brav und fleißig gekommen, haben die Arbeit geschwänzt? Nein. Das hat sehr gut geklappt. Also rein, raus 3 Stunden und hoch irgendwie 2 Stunden. In wie vielen Stock? 2. Stock. Das geht ja noch. Und vom dritten runter. Vom dritten runter? Ja, aber auch so ganz klein und winkelig und man musste irgendwie das Bett schieben und kreuz und quer. Aber es hat gut funktioniert. Und jetzt sind die neuen Möbel bestellt? Jawohl. Welche Richtung? Ganz gemischt. Also wir wollen halt diese typische Mischung aus Design und doch etwas alt. Und man hat ja dann schon so eine schöne Altbauwohnung und dann muss man... Ach so, mit hohen Decken und so, ja? Ja, mit hohen Decken. So typisch Berliner. Ohne Stuck allerdings. Ja?
Also wir haben ein ganz kleines Stück Stuck, das muss man suchen. Das ist irgendwie in so einem Erker drin. Und wenn man da auf der Couch drin sitzt, dann kann man. Aber gibt es ja so Fake-Stuck ranzukleben. Irgendwie aus dem Baumarkt, ja. So aus Styropor oder so. So kleine Wölkchen. Genau, oder so einen kleinen Kamin dann auch noch so einen unechten hinbasteln. Ja. Auch schön. Dreht ihr denn auch viel zusammen jetzt, du und Daniel Brühl, oder geht das immer getrennte Wege? Also wir hatten das in Interviews mal gesagt, dass die Herausforderung schon groß wäre, wieder zusammen zu drehen. Und daraufhin haben wir jetzt auch gleich 3 Angebote bekommen. Und da sind wir jetzt gerade am Schauen, welches denn interessant ist und ob die uns auch wirklich dafür haben wollen. Da gibt es ja dann auch immer noch Castings und schauen, ob man zu den anderen Kollegen passt. Aber ich meine, du kannst dich nicht beklagen über die Auftragslage, oder? Nee, ich bin sehr glücklich. Also es sind sehr schöne Projekte dabei und hoffe, dass ich da irgendwie, dass ich das auch gut erfüllen kann. Oder auch vor allem die Castings, dass man da irgendwie... Ach, das musst du aber doch teilweise dann noch machen, ja. Casting, ja? Ja, also es ist auch ganz gut, glaube ich, für die Schauspieler, um irgendwie zu sehen, ob man dann mit der Regisseurin zurechtkommt oder ob die Rolle einem überhaupt liegt und ob das Ganze kameratauglich ist. Also, das lief großartig für dich. Ich drücke dir sehr die Daumen, dass es so erfolgreich weitergeht, auch auf so einem guten Niveau, ja? Schönen Urlaub, viel Spaß bei Wetten, dass und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Jessica Schwarz, danke dir. Das war's heute, meine Damen und Herren. Morgen Abend.